بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والتقى وهدى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا اللهم علمنا منه ما جهينا وذكرنا به ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine sehr geehrten Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala mit einer neuen Sure beginnen. Wir hatten ja eine Reihe gehabt über Surat al-Ankabut und wollen heute insha'Allah ta'ala mit einer neuen Sure beginnen, und zwar mit Surat Yusuf. Eine der schönsten Suren des Korans. Eine sehr besondere Sure. Und wir werden versuchen, insha'Allah ta'ala, in 11 oder 12 Einheiten die gesamte Sura abzuschließen. Wir werden keinen klassischen Tafsir machen, bei dem wir auf jedes einzelne Wort eingehen werden und versuchen werden, dieses zu erklären. Sondern wir werden uns Gedanken machen über diese besondere Sura, sodass wir aus ihr Lehren ziehen für unseren Alltag. Surat Yusuf, die Sura Nummer 12 im Koran. Eine Sura, meine sehr geehrten Geschwister im Islam, welche in vielerlei Hinsicht ein Alleinstellungsmerkmal hat, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Eine Sura, welche in einer schwierigen Zeit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurde. Und wir wollen uns insha'Allah ta'ala zunächst erst einmal mit der Frage beschäftigen, wann wurde eigentlich Surat Yusuf und unter welchen Umständen wurde Surat Yusuf, die Sura Nummer 12, unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart. Zunächst erst einmal vorweg, die meisten Gelehrten sind sich darüber einig, dass Surat Yusuf mit ihren 110 Versen komplett auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabgekommen ist. Ähnlich wie Surat al-An'am. In einem Stück. Es gab Suren, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht auf einmal offenbart bekommen hat. Sondern wo er immer wieder Abschnitte oder einzelne Verse offenbart bekommen hat. Aber Surat Yusuf gehört zu jenen Suren, welche auf einmal auf unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgekommen ist. Surat Yusuf ist nach Ansicht eigentlich aller Gelehrten in Mekka offenbart worden. Zumindest ist man sich darüber einig, dass der Großteil der Sure in jedem Fall in Mekka offenbart wurde. Und zwar der Teil, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Geschichte von Yusuf alayhi salam erzählt. Es gibt einige wenige Gelehrte, welche gesagt haben, dass oder von denen überliefert wird, dass die ersten 3 oder die ersten 4 Verse erst in Medina offenbart wurden, während der Großteil der Sure, also der gesamte Korpus dieser Sure, das, was diese Sure ausmacht, vollständig in Mekka offenbart wurde. Aber die Mehrheit der Gelehrten widerspricht denen und man sagt, nein, die gesamte Sure von dem ersten Worten an, von Elif Lam Ra, bis zur letzten Ayah, bis zum letzten Vers, ist in Mekka offenbart worden. Und demnach handelt es sich bei Surat Yusuf eindeutig um eine mekkanische Sura. Wir haben die Gelehrten mekkanisch und medinensisch definiert. Und warum ist das überhaupt so wichtig? Mekkanisch sind jene Suren, welche vor der Hijra offenbart wurden, unabhängig davon, ob in Mekka oder außerhalb von Mekka. Medinensisch
sind all jene Suren und Ayat, welche nach der Hijra offenbart wurden, unabhängig davon, ob in Medina oder außerhalb von Medina. Ganz, ganz wichtig. Es kommt also nicht auf den Ort der Offenbarung an. Es gibt zwar auch diese Meinung, ist aber eine Minderheitenmeinung, sondern es kommt vielmehr auf den Zeitpunkt der Offenbarung an. Und zwar ob vor der Hijra oder nach der Hijra. Und Surat Yusuf ist demnach eindeutig eine medinensische Sura. In welchem Kontext wurde diese Sura herabgesandt? Surat Yusuf wurde in einem Kontext herabgesandt, wo es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gut ging. Wo es ihm mental, seelisch schlecht ging. Höchstwahrscheinlich im Jahr 10 nach der Bi'tha. Das heißt, nach der Berufung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Propheten im Alter von 40 Jahren. Also im Alter von 50 Jahren hat wohl unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat Yusuf vollständig offenbart bekommen. Dieses Jahr ist ein Jahr der Trauer gewesen, weshalb es auch in die Geschichte eingegangen ist als Am al-Huzn, als das Trauerjahr. Warum? Weil in diesem Jahr viele Ereignisse geschehen sind, welche dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Verkündung seiner Botschaft nicht leichter gemacht haben, sondern eher noch schwieriger gemacht haben. Erstens, seine innere Stütze, Khadija radiallahu anha, seine Ehefrau, diese edle Frau, diese edle Mutter der Gläubigen, seine erste Frau und zu diesem Zeitpunkt auch seine einzige Frau, die er sehr geehrt hat und über die er gesagt hat, inni ruziqtu hubbaha, mir wurde ihre Liebe als Versorgung zuteil, ist zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt. Es war ein harter Schicksalsschlag für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, Khadija, welche unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam all seine Kinder geschenkt hat. Mit Ausnahme von Ibrahim. Khadija, die vom ersten Moment an der Seite unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestanden hat, ihn unterstützt hat, die erste Gläubige überhaupt. Es gab keinen Menschen, der vor Khadija radiallahu anha den Islam angenommen hat. Kein Mensch, nicht einmal Abu Bakr. Subhanallah. Was für eine besondere Persönlichkeit. Es gab also einen Zeitpunkt im Islam, wo der Islam nur aus dem Propheten und seiner Frau bestand. Also die Ummah bestand zu 50% aus einem Mann, der Prophet war, und zu 50% aus einer Frau, nämlich Khadija radiallahu anha. Allahu Akbar. Vom ersten Moment an, subhanallah. Unglaublich. Khadija radiallahu anha, für die Jibril alaihi salam extra herabgekommen ist zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihr den Gruß seines Herrn verkündet hat und übermittelt hat und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichte ihr, dass Allah ta'ala, ja, ihr ein Haus im Paradies gebaut hat. Allahu Akbar. Diese edle Frau, die immer an der Seite unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam stand, mit ihren Emotionen, mit ihrer Liebe, mit ihrem Vermögen. Diese Frau ist nun zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt. Aber dabei sollte es nicht bleiben in diesem Jahr, sondern kurz darauf sollte noch jemand anderes sterben. Und zwar seine Stütze nach außen hin, Abu Talib, der Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ihn verteidigt hat, der ihn nicht im Stich gelassen hat, obwohl er nicht einmal Muslim gewesen war. Er kehrte zu seinem Schöpfer zurück. In diesem Jahr gab es Stillstand in der Da'wah. Es ging nicht voran. Keiner wollte mit dem Islam annehmen. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka verlassen musste, um außerhalb von Mekka nach Unterstützung zu suchen. In At-Ta'if, wo er wiederum vertrieben wurde, in genau dieser Zeit ist Surat Yusuf auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgekommen. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist so wichtig, dass wir die Umstände kennen, in denen der Koran offenbart wurde, damit wir verstehen, welche Botschaft Allah ta'ala
unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und gleichzeitig auch den Gläubigen senden wollte. Wir brauchen diese Kontextualisierung, um den Koran besser verinnerlichen zu können, um die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala besser verstehen zu können, damit wir ebenfalls den Koran in unserem Leben mit einbeziehen, in unser Leben mit einbeziehen, ihn anwenden, in den unterschiedlichsten Situationen. Weil wie gesagt, wie ich es immer wieder sage, der Koran ist nicht einfach nur ein Buch, welches ich ins Regal stelle und betrachte in seine sozusagen an der höchsten Stelle, sondern der Koran ist eine Anleitung für mein Leben. Der Koran ist Huda, Rechtleitung, und Shifa, wie ma fi sudur, und ein Heilmittel für das, was in den Herzen ist. Surat Yusuf, nach einer kurzen Einleitung, bespricht direkt die Geschichte von Yusuf alaihi salam und beschreibt die unterschiedlichen Phasen im Leben von Yusuf alaihi salam von seiner Kindheit an, und zwar von dem Moment, wo er dieses Traumgesicht gesehen hat, über das wir natürlich noch sprechen werden, inshallah ta'ala, bis zu dem Moment, wo sich dieses Traumgesicht dann auch bewahrheiten sollte. Mit all den Prüfungen, die Yusuf alaihi salam durchgemacht hat. 3 Prüfungen, welche Allah ta'ala uns berichtet. Die erste Prüfung, wo er in den Brunnen geworfen wird. Die zweite Prüfung mit der Frau vom Al-Aziz. Und die dritte Prüfung, wo er ins Gefängnis gesteckt wird. Prüfungen über Prüfungen. Warum erzählt Allah ta'ala gerade in diesem Kontext unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam davon? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies brauchte. Er befand sich in einem Zustand, wo er sehr, sehr hart geprüft wurde, sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt offenbart Allah ta'ala diese gesamte Geschichte an einem Stück, das Leben eines Propheten an einem Stück, nicht nur Ausschnitte aus sozusagen seinem Leben, sondern wirklich das gesamte Leben, um ihn aufzuzeigen. O Gesandter Allahs, o Muhammad, das ist der Weg der Propheten. Auch deine Vorgänger haben all diese Prüfungen durchgemacht, in unterschiedlicher Weise. Und du wirst ebenfalls ähnliche Prüfungen durchmachen. Und auch für uns, meine lieben Geschwister, Allah Ta'ala, er wird uns ebenfalls prüfen, jeden einzelnen von uns. Und umso stärker unser Iman ist, desto stärker wird Allah Ta'ala uns prüfen. So sagte unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ashaddun nasi bala'an al-anbiya. Die Menschen, die am härtesten geprüft werden, sind die Propheten. Thumma al-amthal fal-amthal. Und dann derjenige, der am ähnlichsten ist, und dann derjenige, der ihn am ähnlichsten ist. Also immer, wenn du diesen Weg beschreitest, dann stößt du auf Widerstand. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine geehrten Geschwister im Islam, jetzt kleinen Moment mal, ich muss mal hier leise machen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, er hat vom ersten Moment an erfahren, dass er auf Widerstand stoßen wird. Manche fragen sich, als er bei Waraqa ibn Nawfal war, dem Cousin von Khadija radiallahu anha, und er dann sagte, ja, wäre ich doch sozusagen auch jung genug, damit ich an deiner Seite stehen kann, wenn dein Volk dich vertreiben wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich wunderte und fragte, werden sie mich dann vertreiben? Woraufhin dann er sagte, es gab niemanden, der mit solch einer Botschaft gekommen ist, der nicht von seinem Volk angefeindet wurde. Und das muss uns klar sein. Viele stellen sich die Frage, ich meine, warum ist das denn so, dass ich immer wieder geprüft werde als Muslim? Warum denn? Warum ecke ich denn an mit meiner Botschaft? Warum feinden mich die Menschen an? Ich meine, ich bin doch ein ganz normaler Bürger, ich bin aufrichtig, ich versuche ehrlich zu sein. Warum all dies? Wundere dich nicht, das gehört dazu, das gehört zu unserem Weg. Dieser Weg ist steinig, du kommst mit etwas, was für die Menschen befremdlich wirkt. Du kommst mit etwas, was den Anspruch hat, vielleicht sogar die Lebensweise der Menschen zu verändern. Meinst du, dann wirst du nicht auf Widerstand stoßen? Das gehört dazu. Das ist der Weg, dieser Weg ist steinig. Aber es ist der Weg, der dich zu den höchsten Stufen bei Allah subhanahu wa ta'ala führt. Das Problem ist derjenige, der das nicht verstanden hat. Und der dann auf Widerstand stößt, der wird schwach werden. Der wird aufgeben. Der wird sagen, warum soll ich das alles ertragen? Ich kann es mir doch leicht machen. Ich
kann doch einfach auf meine islamische Identität verzichten, ein bisschen zu Hause beten, bei einigen Festen dann irgendwie irgendwelche Traditionen ausführen oder Rituale. Und so, dann habe ich das einfach. Und dann, Alhamdulillah, ja, dann gehe ich meinen Weg, verrichte meine Gebete und damit ist die Sache erledigt. Aber meine lieben Geschwister im Islam, so ist das nicht. Dieser Weg der Propheten ist ein Weg mit Hindernissen, ist ein Weg mit Herausforderungen. Aber das Schöne ist, dass am Ende dieses Weges was ist? Das Paradies. Und zwar die höchsten Stufen des Paradieses. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat also unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in dieser schwierigen Phase die Geschichte von Yusuf erzählt, damit er ihm zeigt, dass die Propheten vor ihm ebenfalls genau dies durchgemacht haben. Ein Trost für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat somit ein Vorbild erhalten. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt, warum die Sura gerade in dieser Zeit offenbart wurde. Und zwar, am Ende der Sura schafft es ja, Yusuf alaihi salam dann Einfluss zu gewinnen. Stellt euch mal vor, ein Flüchtling, und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sollte zu einem Flüchtling werden. Yusuf alaihi salam, er war ein Flüchtling. Er wurde versklavt, er wurde unterdrückt. Ein Zeichen für Unterdrückung, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er wurde von seiner eigenen Familie im Stich gelassen, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der von den Quraysh, seiner eigenen Familie, wie Abu Lahab, sein Onkel, im Stich gelassen wurde. Er musste all diese Prüfungen durchmachen als Sklave. Man hat mit ihm getan, was man wollte. Er konnte sich nicht mehr frei bewegen, war im Gefängnis gewesen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er fühlte sich wie in einem Gefängnis und musste Mekka fliehend verlassen. Und dann kommt er als Flüchtling an. Und subhanallah, Schritt für Schritt lässt ihn Allah subhanahu wa ta'ala aufsteigen, genauso wie Yusuf alaihi salam. So als würde Allah ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam indirekt aufzeigen, wenn du Geduld hast, dann wirst du am Ende, auch wenn es länger dauert, es kann Jahre, Jahrzehnte dauern, dann wirst du am Ende den Erfolg noch selbst miterleben können. Und interessant ist, subhanallah, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er Mekka erobert hat, was zu seinem Volk gesagt hat. Genau dieselben Worte wie Yusuf alaihi salam zu seinen Brüdern. قال لا تثريب عليكم اليوم. Er sagte, kein Tadel soll über euch heute sein. يغفر الله لكم. Möge Allah euch vergeben. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte genau dasselbe. Zu den Mekkanern, ja, als er über ihnen stand, subhanallah. Kein Tadel soll über euch sein. Möge Allah ta'ala euch vergeben. So als hätte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nur auf diesen Moment gewartet, über den Allah subhanahu wa ta'ala ihm anhand dieser Sura berichtet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Koran verinnerlicht, bevor ihn irgendein anderer Mensch verinnerlicht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Koran gelebt. Und dementsprechend hat er verstanden, hier sind versteckte Botschaften für mich. Und wir wissen, subhanallah, dass die Familie von Yusuf alaihi salam, nachdem Yusuf alaihi salam die Macht in Ägypten erlangt hat, und zum Minister, zum höchsten Minister überhaupt wurde, dass die gesamte Familie aus Philistin, aus Palästina, ja, oder in der Nähe Palästinas, ja, dann nach Ägypten ausgewandert ist. Ein indirekter Hinweis auf die Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befand sich noch wo? Er befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in Mekka. Er hat sich vielleicht schon Gedanken gemacht über die Hijra. Aber es waren noch 3 Jahre gewesen bis zur Hijra. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ihm durch diese Geschichte von Yusuf alaihi salam einen indirekten Hinweis dafür gegeben, dass eine Hijra möglich sein wird. Allahu Akbar. Und daran erkennen wir, wie wichtig diese Kontextualisierung ist. Dass wir verstehen, unter welchen Umständen ist eigentlich Surat Yusuf herabgesandt worden. Und jetzt schauen wir uns insha'Allah ta'ala einige überlieferte Offenbarungsanlässe an. Warum Surat Yusuf offenbart wurde, wie es teilweise überliefert wurde. Und zwar wird überliefert unter anderem, dass einige Juden den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt haben sollen nach der Geschichte von Yusuf alaihi salam, woraufhin dann diese Sura herabgekommen ist.
Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, es geht aber auch eine andere Überlieferung, ich bin mir nicht ganz sicher, wie authentisch sie ist, ich habe das nicht herausfinden können, aber die auch von den Mufassirun, von den Koran-Exegeten erwähnt wird, dass einige Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er noch in Mekka gewesen war, gefragt haben sollen, ja, wie dann die Brüder von Yusuf alaihi salam hießen. Und er soll sich dann zurückgezogen haben und gesagt haben, ich kann euch keine Antwort geben. Und dann hat Allah Ta'ala ihm das offenbart und er hat die einzelnen Namen der Brüder von Yusuf alaihi salam aufgezählt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer so gehandelt. Immer dann, wenn er eine Frage bekommen hat, hat er gewartet, bevor er geantwortet hat. Er hat nicht einfach von sich aus geantwortet, sondern er hat auf die Offenbarung gewartet. Und darin liegt ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Lehre für uns, meine lieben Geschwister im Islam. Ich sollte nicht antworten, bevor ich nicht das Wissen habe. Leider gibt es viel zu viele Muslime heutzutage, die sich das Recht nehmen, über Dinge zu sprechen, von denen sie nichts verstehen. Die nicht einmal die Hemmung besitzen, eine Fatwa in wichtigen Angelegenheiten zu geben, welche das Leben mancher Menschen vollständig beeinflussen kann. Wenn es beispielsweise um die Fragen von Talaq, ja, also Scheidung geht oder Heirat geht oder auch andere wichtige Fragen, welche die Menschen betreffen, wo sie dann gleich automatisch sagen, das ist Haram, du bist geschieden, weiß ich nicht was, ohne jemals ein Buch des Fiqh der islamischen Jurisprudenz in ihre Hand gehalten zu haben. Ein fataler Fehler. Und es wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn die Überlieferung von der Überlieferungskette her nicht ganz authentisch ist, aber von der Bedeutung her in jedem Fall, dass er sallallahu alaihi wasallam dann gesagt hat, dass er gesagt haben soll, ajra'ukum 'ala al-futya, ajra'ukum 'ala an-nar. Diejenigen, die am wenigsten Hemmungen haben, eine Fatwa zu erteilen, sind auch diejenigen, welche am wenigsten Hemmungen haben, das Höllenfeuer zu betreten, möge Allah uns davor bewahren. Ich möchte noch an dieser Stelle, weil sie so wichtig ist, diese Sache, ja, eine andere Überlieferung erwähnen. Eine Gruppe von Muslimen war auf einer Reise gewesen. Und einer von ihnen hat sich am Kopf verletzt, musste seinen Kopf verbinden, weil er eine Platzwunde hatte. Und dann hatte er einen sogenannten feuchten Traum. Es kam die Gebetszeit und er fragte seine Gefährten, seine Reisegefährten, dürfte ich Tayammum machen? Oder über dem Verband streichen? Und sie sagten, nein, auf keinen Fall. Du musst den Verband abnehmen und du musst dich komplett waschen. Was der Arme auch tat, woraufhin er gestorben ist. Wahrscheinlich hat er sich entzündet, Fieber, gestorben. Sie kamen in Medina an, berichteten dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von dem Vorfall und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wurde unglaublich zornig. Unglaublich zornig. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, qataluhu qatalahumullah. Sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. Habt ihr schon mal, normalerweise unser Prophet zu Hause, er bittet immer um Vergebung für die Menschen. Ja, aber hier war er hart gewesen. Ja, hier haben sie das Leben eines Menschen nicht nur aufs Spiel gesetzt, sie haben einen Menschen in den Tod geführt durch ihr Unwissen. Qataluhu qatalahumullah. Sie haben ihn getötet, möge Allah sie töten. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Hätten sie dann nicht fragen können, wenn sie nicht wissen? Fa'innama dawa'ul iyis su'al. Weil das Heilmittel gegen die Unwissenheit ist das Fragen. Sie hätten doch einfach fragen können, sich erkundigen können. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, es ist nicht schlimm, wenn ich sage, ich weiß nicht. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen der Stärke. Wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gemacht hat, ich weiß es nicht. Er erwartet auf die Offenbarung. Und dann antwortet er sallallahu alaihi wasallam. Einmal hat er es nicht getan. Er hat nicht gewartet sallallahu alaihi wasallam. Oder er meinte, ich werde euch schon die Antwort geben. Woraufhin Allah Ta'ala ihn stark geteilt hat und die Offenbarung blieb aus. Und deswegen immer erst einmal fragen, sich erkundigen und dann eine Antwort geben und ganz, ganz wichtig, auch seine Grenzen kennen in Bezug auf diese Angelegenheit. So, Yusuf wurde also offenbart, entweder weil, wie gesagt, also den Kontext kennen wir jetzt, ja, in welchem Rahmen, aber der konkrete Offenbarungsanlass kann sein, dass einige Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich fragten. Wir müssen wissen, dass die Geschichte von Yusuf alaihi salam ebenfalls im Alten Testament steht und dort auch sehr ausführlich beschrieben wird, ja, mit sehr vielen Einzelheiten. Und der Koran aber, auch wenn er sie ausführlich beschreibt, diese Geschichte, ja, nicht auf Daten oder andere Dinge eingeht, weil darum geht es nicht, sondern es geht um die Quintessenz.
Und der Koran beschreibt diese Geschichte, wie wir noch sehen werden, auch wenn es um diese Versuchung geht und diese Verführung von Yusuf a.s. geht, in einer so schönen Weise, in einer so edlen Weise, dass man als Muslim, obwohl man sich hierbei mit einer Geschichte beschäftigt, die man sehr schnell auch zu einem Liebesroman sozusagen, als Liebesroman oder als sogar etwas anderes hätte verfassen können, ja, Allah Ta'ala ergibt das in so einer schönen Weise wieder, dass man als Muslim mit gestärktem Iman, ja, nachdem man diese Sura gehört hat, dann auch wirklich sozusagen ja hervorgeht. Jedenfalls wird überliefert, dass als Offenbarungsanlass, dass einige Leute zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kamen, also einige Muslime, und sagten, Lau qasasta alayna, erzähl uns doch einige Geschichten, o Gesandter Allahs. Wir wollen wirklich Geschichten hören. Ja, wir finden das schön, aber wir wollen Geschichten hören, die uns in irgendeiner Weise anziehen. Warum? Weil nämlich auch die Gegner des Islam immer wieder Geschichten erzählt haben. Wie ein Nadr ibn Harith. Er kannte Geschichten von den Persern und hat ihnen immer erzählt und hat versucht, auf diese Weise die Muslime abzulenken. Woraufhin dann Allah Ta'ala Surat Yusuf herabgesandt hat. Darin liegt eine wichtige Lehre. Eine sehr, sehr wichtige Lehre, gerade für unsere heutige Zeit, meine lieben Geschwister Islam. Der Koran, er hat auf die Bedürfnisse der Muslime, dass sie eine Geschichte hören wollen, eine vollständig in sich zusammenhängende Geschichte, von Anfang bis zum Ende, er hat darauf Rücksicht genommen. Und heutzutage müssen wir Muslime ebenfalls nach Alternativen für die Muslime diesbezüglich streben. Es gibt einige, die sagen, ja, Filme, Serien, all das, haram, darf man nicht, verboten. Wir brauchen keine Alternativen, wir haben den Koran, Alhamdulillah. Es reicht aus, wenn wir den Koran und die Hadith-Bücher lesen. Meine lieben Geschwister im Islam, das reicht eben nicht aus. Gerade in unserer heutigen Zeit brauchen wir Alternativen. Es mag sein, dass es nicht immer einfach ist, dass dies auch mit einigen Herausforderungen verbunden ist und manchmal auch mit einigen Kompromissen. Gerade wenn es um beispielsweise Verfilmungen geht, wenn es um Serien geht, ja, wie die Schauspieler spielen etc. Ist nicht immer einfach. Aber ich sage euch eine Sache, ja, wir brauchen diese Alternativen, weil der Bedarf ist so stark wie noch nie zuvor. Die Jugend heutzutage, die guckt sich nun mal Hollywood und Bollywood an. Das ist so. Auch praktizierende Muslime gucken sich das an. Und ich kenne also wirklich sehr, sehr wenige, die das nicht tun. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt, die das nicht tun. Wenn, dann wirklich sind sehr wenige Ausnahmen. Und die wenigsten haben diese Kraft, dass sie sagen, ich kann vollständig darauf verzichten. Weil der Mensch nun mal so veranlagt ist, dass er auch solche Dinge schauen möchte. Und da brauchen wir unbedingt islamische Alternativen. Islamkonforme Alternativen. Und Alhamdulillah, es gibt ja mittlerweile einige auch Serien, die sehr gut angekommen sind. Ich kann mich erinnern an die Serie Ertugrul, ja, wo es um den Vater des Begründers des Osmanischen Reiches geht. Ja, super Serie. Ja, ich habe sie, also wirklich, also ich habe da reingeschaut, wirklich eine super Serie. Ja, keine schlechten Szenen, nichts. Eher auf hohem Niveau. Oder die Serie Omar ibn Khattab, ja, die ich auch gesehen habe. Wirklich eine tolle Serie. So etwas brauchen wir mehr, meine lieben Geschwister im Islam. Damit wir unserer Jugend etwas anbieten können, wovon sie profitieren, wo sie das Gefühl haben, ich gucke etwas, ja, ich stille mein Bedürfnis nach Geschichten, ich stille mein Bedürfnis nach Serien, ich stille mein Bedürfnis nach Filmen, aber ich gucke etwas, was meinen Iman stärkt, was meine islamische Identität festigt und mich nicht abbringt und gucke mir nicht irgendwelchen Hollywood-Schrott an, der dann vielleicht sogar am Ende noch sozusagen gegen meine Religion oder was irgendwelche Szenen gibt, die nicht islamkonform sind. Das ist das, was wir brauchen. Und der Koran, subhanallah, guck mal, Allah hat darauf Rücksicht genommen. Stellt euch das mal vor. Allah kommt dem Bedürfnis der Sahabe nach. Sie wollen Geschichten hören. In einigen Überlieferungen, die ich diesbezüglich gelesen habe, es gibt da verschiedene Überlieferungen, heißt es, ja, Rasulullah, uns ist langweilig. Wir wollen was Neues hören. Subhanallah, die Sahabe, er kommt zum Propheten und Allah Ta'ala, er erhört sie und er gibt ihnen diese Alternative. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Allah Ta'ala, das ist der Islam. Dinul Fitra. Dinul Fitra. Die Religion der natürlichen Veranlagung. Allah Ta'ala, er berücksichtigt die Bedürfnisse der Menschen. Die Menschen sind nun mal keine Engel. Die Menschen sind keine
Mönche, die Menschen sind nun mal aus Fleisch, Blut und einer Seele. Und das müssen wir berücksichtigen. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo der Einfluss der Medien so stark ist wie noch nie zuvor in irgendeiner anderen Zeit. Ebenfalls, meine lieben Geschwister im Islam, das sind die wichtigsten eigentlich Offenbarungsanlässe diesbezüglich der verschiedenen Überlieferungen, was diese Offenbarungsanlässe anbelangt, ja, bezüglich des Herabsendens der Sura. Ja, also einmal, dass die Juden den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach der Sura gefragt haben und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Offenbarung erhalten hat und dass die Sahabe immer wieder dann auch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam darum gebeten haben, endlich eine Geschichte zu bekommen, ja, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann Surat Yusuf herabgesandt hat. Wer war eigentlich Yusuf alaihi salam? Yusuf alaihi salam, meine lieben Geschwister im Islam, ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer unglaublich schönen Überlieferung bei Bukhari gesagt hat, Al-Karim ibn al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim. Subhanallah. Der Edle, der Sohn des Edlen, der Sohn des Edlen, der Sohn des Edlen. Was heißt das? Einmal, bevor ich diese Überlieferung weitermache, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, haben die Sahabe den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt, Ayyu nasi akram, wer ist der Edelste unter den Menschen? Da meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, akramuhum indallahi atqahum. Der Edelste unter den Menschen ist der Gottesfürchtigste. Und dann sagten die Sahabe, laysa an hadha nas'aluk, wir befragen dich nicht danach, o Gesandter Allahs. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, fa akramun nas, so ist der Edelste unter den Menschen, Yusuf, Nabiullah. Yusuf, der Sohn Allahs. Ibnu Nabiullah, der Sohn des Propheten Allahs. Ibn Nabiullah, der Sohn des Propheten Allahs. Ibn Khalilillah, der Sohn des Freund Allahs. Yusuf ist der Sohn von Ya'qub alaihi salam, der ebenfalls in der Geschichte von und in der Sura von Yusuf eine wichtige Rolle spielen wird. Und Ya'qub ist der Sohn von Ishaq, dem Sohn von Ibrahim alaihi salam. Was für eine Abstammung, Allahu Akbar. Stellt euch mal vor, ja, ihr habt eine Abstammung, subhanallah, ja, wo euer Vater, euer Großvater und euer Urgroßvater jeweils ein Prophet sind. Ja, also eine bessere Abstammung kann es nicht geben. Allahu Akbar. Eine bessere Abstammung, meine lieben Geschwister im Islam, kann es nicht geben. Yusuf alaihi salam ist einer von 12 Brüdern. Ist einer von 12 Brüdern. Allah subhanahu wa ta'ala, ja, verschiedene Mütter, ja, aber einer von 12 Brüdern. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Ya'qub alaihi salams Nachkommenschaft gesegnet und er hat ihm viele Söhne und Töchter geschenkt, unter anderem 12 Söhne. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt uns jetzt, ja, diese Geschichte von Yusuf alaihi salam, auf die wir dann insha'Allah ta'ala ab morgen eingehen werden. Weil wir uns heute bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala zunächst erst einmal mit den ersten 3 Versen, die eine Einleitung zu dieser Sura sind, beschäftigen werden. Der einzige bekannte Name für die Sura von Yusuf ist Yusuf. Es gibt ja einige Suren, die haben mehrere Namen. Wie beispielsweise Surat al-Isra heißt auch Surat Benu Israel als Beispiel. Aber Surat Yusuf hat wirklich nur einen einzigen Namen. Und warum die Surat Yusuf heißt, ist klar und deutlich, ja, weil es in dieser Surat natürlich nur um die Geschichte von Yusuf alaihi salam geht. Surat Yusuf ist in jeder Hinsicht eine besondere Surat mit vielen besonderen Merkmalen. Wir haben ja gesagt gehabt, dass Surat Yusuf eine mekkanische Surat ist. Und eine der Charakter, sozusagen, eine der Eigenschaften der mekkanischen Suren ist, dass sie eher kürzere Ayat haben, kürzere Verse haben. Surat Yusuf hat unter anderem auch etwas längere Verse. Das ist eine Besonderheit dieser Sura. Die Geschichte wird sehr ruhig und sehr geordnet erzählt. Dann, sie wird an einem Stück erzählt. Ja, das ist ebenfalls eine Besonderheit von Surat Yusuf, ja, was wir so an keiner Stelle im Koran haben. Wir haben von den anderen Propheten immer wieder bestimmte Stellen oder bestimmte Ereignisse aus ihrem Leben, die hervorgehoben werden. Aber es gibt keine Geschichte, welche vollständig an einem Stück in einer Sura und nur diese Geschichte erzählt wird, als in Surat Yusuf.
Selbst Surat Nuh, alayhi salam, ist eine Sura, wo es um die Geschichte von Nuh geht, ja, aber es wird nicht die gesamte, komplette Geschichte erzählt, während in Surat Yusuf wirklich die komplette Geschichte wiedergegeben wird. Und das macht diese Sura zu solch etwas Besonderem. Ebenfalls, was sozusagen zu einer Besonderheit von Surat Yusuf gehört, ist, dass sie zu der Gruppe der Alif Lam Ra Suren gehört. Es gibt insgesamt 6 Suren, die mit Alif Lam Ra oder Alif Lam Mim Ra beginnen. Alif Lam Ra oder Alif Lam Mim Ra. Und das ist dann auch sozusagen gleich der Anfang dieser Sure, Alif Lam Ra, und dann Tilka Ayatul Kitabil Mubin. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass diese Suren, die mit Alif Lam Ra oder Alif Lam Mim Ra, eine von ihnen, und zwar Surat Ar-Ra'd, alle aufeinander folgen. Und dass, subhanallah, diese Reihenfolge und die Thematik am Anfang dieser Suren auch wirklich einen tiefen Sinn ergibt. Und wir wollen uns das, insha'Allah ta'ala, einfach einmal anschauen. Die erste Sure in der Reihenfolge, welche mit Alif Lam Ra beginnt, ist Surat Yunus. Surat Yunus ist die Sure Nummer 10 nach Surat At-Tawbah. Und sie beginnt mit den Worten Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitabil Hakim. Dies sind die Zeichen des weisen Buches. Allah subhanahu wa ta'ala, er beginnt mit diesen Buchstaben und dann hebt er hervor, dass diese Ayat, Verse, die Allah Ta'ala herabgesandt hat, weise sind. Die erste Eigenschaft. Allah Ta'ala, er hat sie in seiner Weisheit herabgesandt. Dann, Surat Hud, Surah Nummer 11. Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dies ist ein Buch, dessen Zeichen eindeutig festgefügt und hier auf ausführlich dargelegt sind, von Seiten eines Allweisen und Allkundigen, eine weitere Eigenschaft, die Allah erwähnt. Also erst einmal zeigt Allah Ta'ala, er hat diese Ayat in seiner Weisheit herabgesandt. Und dann zeigt Allah Ta'ala auf, dass er sie eindeutig ahkamet, ihkam, eindeutig festgefügt hat und festgelegt hat, sind nicht zu verändern. Sie sind gültig für jeden Menschen. Und dann werden sie klar festgelegt durch einen Propheten. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Und hierauf ausführlich dargelegt sind von Seiten eines allweisen Allkundigen, damit ist Allah gemeint, ja, der das erklärt dann im Koran selbst und natürlich über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommt Surat Yusuf, Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab al-mubin. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Und jetzt? Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ja? Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das sie ihn begreifen mögen. Allahu Akbar. Also, erst einmal, Allah hat in seiner Weisheit diese Ayat herabgesandt. Er hat sie festgelegt und fest eingefügt in einem bestimmten Kontext. Und jetzt hat Allah Ta'ala was gemacht? Er hat diese Ayat herabgesandt und erläutert, Mubin, Mubin heißt sozusagen Deutlichkeit, Allah Ta'ala, er hat sie deutlich gemacht, indem er sie nämlich in arabischer Sprache herabgesandt hat, sodass sie jeder der ersten Hörer auf Anhieb verstehen kann und verstehen kann, was Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich von den Menschen möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Allah Ta'ala, er hat den Koran nicht herabgesandt, damit wir dann irgendwie ihn nur als Ritual sehen, sondern er hat ihn herabgesandt, damit wir uns mit ihm auseinandersetzen und beschäftigen. Und jetzt kommt Surat Ar-Ra'd, Surat Nummer 13. Ebenfalls Alif Lam und jetzt aber Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif Lam Mim Ra. Dies sind die Zeichen des Buches. Wieder Zeichen. Was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist, ist die Wahrheit. Aber die meisten Menschen glauben nicht. Allahu Akbar. Das heißt, guck mal, diese Reihenfolge, das ist unglaublich. Ja? Der Koran
wird in der Weisheit Allahs herabgesandt. Allah Ta'ala, er legt ihn fest, ist verbindlich für die Menschen. Er offenbart ihn in einer Sprache, die die Menschen verstehen können. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, obwohl dies der Fall ist, lehnen die meisten Menschen die Botschaft ab. Um jetzt überzugehen zu Surat Ibrahim, wo ebenfalls Allah sagt, Alif Lam Ra. Und jetzt unglaublich. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dies ist ein Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus dem Finsternissen hinaus ins Licht bringst, auf dem Weg des Allmächtigen und Lobenswürdigen. Deine Aufgabe als Prophet ist es, was zu tun, auch wenn die Menschen das ablehnen. Auch wenn diese Worte Allahs auf Widerstand stoßen, trotz alledem, diese Worte Allahs zu verkünden. Das ist die Aufgabe eines jeden Muslims. Balliru anni walau aya. Übermittelt von mir, selbst wenn es nur eine einzige Aya ist, eine einzige Aya. Und jetzt kommt die letzte Alif Lam Ra Surah, Surat Al-Hijr, alles hintereinander. Ja? Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'ani mubin. Dies sind die Zeichen des Buches und eines deutlichen Korans. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Vielleicht werden diejenigen, die ungläubig sind, wünschen, Muslime gewesen zu sein. Das ist dann die letzte Sura von Alif Lam Ra. Allahu Akbar. Allah hebt noch einmal vor, dass es deutliche Verse sind, dass viele Menschen eigentlich gerne diese Botschaft erhalten hätten. Und es an uns liegt, diese Botschaft auch zu übermitteln. Und sie hätten sich gewünscht, Muslime zu sein, aber vielleicht ist die Botschaft nie zu ihnen gekommen. Und diejenigen, zu denen die Botschaft gekommen ist, die werden es im Nachhinein bereuen, dass sie an diese Botschaft nicht geglaubt haben. Subhanallah, das sind die Alif Lam Ra Surah. An einem Stück hintereinander weg. Ergibt einen tiefen Sinn. Kommen wir zurück zu Surat Yusuf, insha'Allah ta'ala. Allah ta'ala, er sagt, also jetzt, was? Gleich in der ersten Aya. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Und dann? Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr ihn begreifen möget. Und dann? نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Das ist die Einleitung zu der Sura, bevor die Geschichte beginnt. Manche Gelehrte sagen, diese Sura hat zwei Einleitungen. Die erste Einleitung ist diese ersten drei Ayat. Und dann kommt die zweite Einleitung, und zwar die Vorgeschichte, wo dann Yusuf alayhi salam den Traum seinem Vater erzählt, worauf wir heute jetzt nicht eingehen werden. Bleiben wir heute bei diesen ersten beiden Versen und werden uns morgen dann insha'Allah ta'ala mit dem Vers Nummer 3 und dann mit der zweiten Einleitung beschäftigen, bi'idhnillah azza wa jal. Diese ersten beiden Verse sind unglaublich. Allah ta'ala, er beginnt also mit diesem Buchstaben Alif Lam Ra. Wir kennen ihre Bedeutung nicht. Wir können nur spekulieren. Es gibt verschiedene Diskussionen und Debatten unter den Gelehrten darüber, ob sie nun eine Bedeutung ergeben. Also ob sie zu den Mutashabihat gehören oder also zu den, sozusagen, die man sozusagen die einige, ob sie zu der Kategorie von Versen gehören, die zwar zu den Mutashabihat gehören, mehrdeutig, aber deren Bedeutung einige Gelehrte kennen. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Und nur die Bedeutung und die Deutung dieser Verse kennt nur Allah und diejenigen, die fest im Wissen sind. Also es gibt einige, die die Bedeutung kennen. Und es gibt viele Gelehrte, die sagen, nein, wir kennen die Bedeutung nicht. Sondern Allah Ta'ala, er hat diese einzelnen Buchstaben an den Anfängen der Suren nur gewählt, um aufzuzeigen, dass der Koran Mu'jiz ist. Dass der Koran was ist? Dass der Koran einen Wundercharakter hat und die Menschen herausfordert, indem er nämlich sagt, schaut mal, dieser Koran besteht aus normalen Buchstaben des arabischen Alphabetes. Und trotz alledem können die Menschen alle gemeinsam mit den Dschinn zusammen nicht einmal eine einzige Sura nachahmen. Und deswegen finden wir meistens, bei den meisten Suren, welche mit diesen einzelnen Buchstaben, diesen sogenannten Al-Huruf al-Muqatta'a beginnen,
immer direkt danach einen Hinweis darauf, dass der Koran von Allah Ta'ala ist. Und dann sagt Allah Ta'ala, Tilka ayatul kitabul mubin. Tilka. Tilka ist ein sogenannter Ismul Ishara lil Ba'id. Das ist ein, wie sagt man, Ismul Ishara? Also ein, ich fällt gerade das Wort auf Deutsch nicht ein. Also deutet auf etwas Weites. Ich zeige auf etwas Weites. Mir fällt gerade das Wort dazu nicht ein. Auf Deutsch. Ja, ich deute auf etwas Weites hin. Wie in Surat al-Baqarah. Ja, gleich am Anfang. Dhalika al-Kitab. Jenes Buch. Und hier. Tilka. Ayatul Kitab al-Mubin. Jenes sind die Zeichen des deutlichen Buches. Das ist sehr, sehr wichtig. Allah Ta'ala, er zeigt auf die Zeichen bei sich, die schon vollständig als Buch bei ihm zusammengefügt sind. Zu dieser Zeit, als diese Ayat auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabkam, war der Koran noch kein Buch. Obwohl Allah Ta'ala ihn immer von Anfang an als Buch bezeichnet hat. Weil bei Allah Ta'ala war der Koran schon ein Buch. Weil der Koran ist ghir makhluq, nicht erschaffen, sondern der Koran ist urewig. Weil der Koran nämlich das Wissen Allahs ist. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, war der Koran schon von vornherein als Buch bei Allah vorhanden. Ja, und kam dann stückweise auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herab. Und Allah Ta'ala, er sagt, dies sind Zeichen, jene sind Zeichen, das was bei Allah ist. Ja, die deutlich sind, die Allah Ta'ala erklärt hat. Und die Allah subhanahu wa ta'ala erläutert hat, sodass sie jeder nachvollziehen können. Jeder Mensch kann sie verstehen, diese Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann fügt Allah Ta'ala hinzu, inna, als Bestätigung, anzalnahu Qur'anan Arabiyya, wir haben es als einen arabischen Koran herabgesandt. Was bedeutet das? Das bedeutet, im Umkehrschluss hätte Allah Ta'ala den Koran in einer anderen Sprache herabsenden können. Natürlich hätte er das tun können. Und jedes Mal, egal in welcher Sprache das gewesen wäre, jedes Mal wäre es ein Wunder gewesen. Aber Allah Ta'ala, er hat den Koran in arabischer Sprache herabgesandt, damit die Menschen ihn verstehen können. Damit die Menschen, die ersten Zuhörer, wissen, was Allah Ta'ala damit gemeint hat. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Sprache und diesen Propheten auserwählt. Quran in Arabiya. Die Gelehrten stellen sich hier eine Frage. Gibt es eigentlich nicht arabische Begriffe im Koran? Oder sind alle Begriffe und alle Namen im Koran arabisch? Am Ende ist man sich eigentlich einig, dass auch wenn es nicht arabische Begriffe im Koran gibt, was es ja eindeutig gibt, wie Jahannam, Zamharir und auch einige Namen, Ibrahim, Yusuf, das sind ja keine arabischen Namen ursprünglich, dass sie aber arabisiert wurden. Es ist ähnlich wie wenn wir heute als Deutsche ja im Duden Inshallah stehen haben. Inshallah ist ein deutsches Wort, obwohl es ursprünglich ein arabisches Wort ist. Wie viele andere Wörter, ja, die ursprünglich aus anderen Sprachen stammen und dann eingedeutscht wurden, gab es auch damals natürlich durch den Kulturaustausch und den Sprachaustausch natürlich auch nicht arabische Wörter, welche Einlass erlangt haben in die arabische Sprache, und damit auch arabisiert wurden. Und Allah Ta'ala, er hat den Koran also in arabischer Sprache herabgesandt. Warum? La'allakum ta'qilun, auf dass ihr ihn begreifen möget. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aql. Allah Ta'ala, er hat den Koran herabgesandt zum Nachdenken. Für Menschen, die einen Verstand haben. Die Ulil Albab, Leute, die einen Verstand haben. Der Koran möchte nicht, dass wir unseren Verstand abschalten. Der Koran fordert uns vom ersten Moment seiner Offenbarung auf, zu forschen, zu hinterfragen. Iqra, lies, Bismi Rabbika alladhi khalaq. خلق الانسان من اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم der mit dem Schreibrohr gelehrt hat علم الانسان ما لا يعلم dem Menschen gelehrt was er nicht wusste. Unsere Aufgabe als Menschen ist es, unseren Verstand zu benutzen, einzusetzen, in Einklang zu bringen mit der Offenbarung und nicht unseren Verstand abzuschalten. Das verlangt der Islam nicht von uns, ganz im Gegenteil. Der Islam verlangt von uns nachzudenken, weil nur dadurch können wir auch zur Gewissheit erlangen. Jemand, der seinen Verstand nicht benutzt, der kann nicht zur Gewissheit gelangen.
Nur derjenige, der sich wirklich tiefgründig Gedanken macht über die Worte Allahs, über die Zeichen Allahs in seinem Schöpfungsbuch und über die Zeichen Allahs in seinem Offenbarungsbuch, wird auch zu der wahren Erkenntnis gelangen. Möge Allah Ta'ala uns zu jenen gehören lassen. Amin, Rabbil Alamin. Ich möchte an dieser Stelle, meine lieben Geschwister im Islam, für heute erst einmal aufhören. Wir werden morgen, inshallah Ta'ala, dann fortsetzen ab Vers Nummer 3 und werden jetzt auch größere Abschnitte nehmen, inshallah Ta'ala, weil heute hatten wir ja diese etwas längere Einleitung, die unglaublich wichtig gewesen ist, um den Kontext dieser Sura verstehen zu können und all diese Hintergrundinformationen zu haben. Morgen werden wir dann, inshallah Ta'ala, einen größeren Abschnitt behandeln, sodass wir, inshallah, in noch 10 oder 11 Einheiten die gesamte Sura dann besprochen haben werden. Barakallahu fikum.